leck, ey. Was stinkt da dann heil so nach Neid dann? Weißt du was, Testo? Hört mal aus, mal so ein richtig schönen Tag. Also, wenn sonst nichts ist, ne, und mir nicht stillgelegt gehen in der Kiste, ey, da kann ja ein Tag Paletti laufen. Das war der Bier, von dem soll der Kiss, wird schon vorher verhaftet gehen oder was? Der hat halt schon bei Geburt auf Deutsch. Ja, du musst halt, und guck das doch hin. Ey, komm. Ja, geht. Da passt schon ein bisschen aus, wie ich der Kuh. So, weil fahren wir noch die anderen Kreide abholen, der wacht schon seit 2 Stunden auf uns, damit der Teil um endlich was geht. Der Junge, der wacht auf sein Geld. Alter, los. Ja, ich bei der Commerzbank gearzt, die Klumpe Silber. Das wollte man eigentlich nicht, Kinder haben ja schon mal geholt. Weil sind so auf der Fällchen drauf, die kennst du besser als dein Zug und dann guckt, dass du einsteigst. So, ihr zwei Deppen. Ihr geht gleich in die Banklorin und holt das Lovi. Aber zap, zap. Ja, wenn da halt so reinlandet, kann man in eine Gummibollpflanze gehen. Oh, die Gummibollen, die sind jetzt so schlimm, davon haben wir einen Trierschoppe noch. Junge, da gehst du so laut, die irgendwo bist du ja West. Ja, Junge, das ist halt ein Motor, Junge. Das ist kein E-Motor, den kannst du sonst wo hinstecken. Deswegen fahren wir dabei auf die Bank. Genauso wie ich schon gehört. Genauso. Und da holst du mal noch deinen Pistolenwechsel, sind wir schon gleich angehalten, bevor wir überhaupt mal starten. Ja, schon dick Pistole in der Box. Wir sehen, wie die zwei noch in der Bank rennen, ey. Nur noch Gucci, Bratta, nicht Tag, nur noch Gucci. Nur noch Gucci, Bratta, nicht Tag, nur noch Gucci. Komm in deine Stadt mit Lilo, Nidi und Hamudi. Diese Szene ist ne Kappa und ich bang die Pussy. Nur noch Gucci, Bratta, nicht Tag, nur noch Gucci. Aber ich muss mal draußen in die Gas, Junge. Komm rein, Junge. Hab das, Lobby. Natürlich. So, da geht's. Hi. Mich am Arsch. Was lockt ihr denn mit? Oh, weil es läuft dir noch an. Weil es läuft dir noch an. Ich will uns aufbringen, ey. Wir haben jetzt geschafft, alles mitzuholen, da bringt ihr uns um. Ist gut, Junge. Solange ihr alle sein Geld heute Abend hat, ist mir scheißegal. Weil hey, geht runter, wie viel Zimmer? Da geht's noch mal schnell. Was ist da eigentlich in dem Ding noch drin? Oh, scheiße. Willst du mich verarschen, oder was? Ich hab dem Hehl nur ein Frühstück geklaut. Du sollst doch kein 20er Nuggets mitholen. Du sollst das Geld mitholen, Hehl. Scheiße. Und dauer doch hin. Hast du Flyer dabei, oder was? Scheiße. Ruf mich schnell dem alten Land mit auf. Wir bringen uns um dafür. Ich würde sagen, wir fahren aber auf den Töpfermarkt. Da gehen wir erstmal runter und dann gehen wir dem alten mal sein Lobby. Oh, Alter, sieht aus wie Stone, ey. Kann ich schön nach. Aber wisst ihr, wo unsere Pakete hin sind? Da sind sie. Oh,
Medaille. Hey, Sven Hof. Oh mein Gott. Was denn, Alter? Kommt ihr aus Sibirien, gell? Jo, mach ich. Mach ich, ne? Ich hoffe, dass alles klar ist. Gib nicht alles aus, bevor du den gegeben hast. Die Reifen ist nicht so blöd, wie sie doch erzählen. Ach Quatsch, was denkst du nur? So, Mannis, wir haben es geschafft. Gehen wir noch ein paar Mails auf die Firma gucken. Ich würde sagen, wir geben erstmal Bier. Was für Bier hast du dann da? Nur Corona, Junge. So, es geht ab nix. Ernsthaft? Tipptopp. Oh, besser als vorne. Da auch noch ein Fleisch, damit du nicht vom Stamm fällst, Junge. Du siehst ja aus wie Ringerts, Paul. Schön. Oder würde ich mal sagen, lass mal krachen, hä? Ja. Hast du vorher echt viel gefallen? Würde ich den Luft kriegen, oder mach ich? Babam. Los. Oh, nee, Gott will den Alten dabei. Kann man nicht mal Rubier trinken, ey. Zentrale der Macht, sie sprechen mit Gott. Ja, wie? Wir haben dem allen noch zwei Taschen gehen. Sie sah zwar aus wie ein Hampelmann, aber... Ja, gut. Wir klären das. Alles klar. Mal da den Alten dabei. Wow. Ich hab gesagt, gib dem Penner nicht die Taschen. Den Drecksack. Ich hätte auch gedacht, er würde ein bisschen mehr Krips im Kopf haben, aber irgendwie ist das hier in dem Ecke nicht machbar. Naja, Mannis. Wir trinken mal das hier noch zu Ende, oder würde ich sagen, wir machen die nächste Episode, ne? Den Alten, der braucht sein Lovi. Da kann man mal gut Wilzen gucken gehen.